Wir haben wieder das Schaubild einer Ableitungsfunktion gegeben, also wir haben das Schaubild von f' gegeben und möchten Aussagen über f haben und einmal auch über f2'. Also f ist ja praktisch die Stammfunktion von f' und f2' ist praktisch die Ableitung von f'. Und eben, wir müssen entscheiden, ob es wahr, falsch oder unentscheidbar ist. Und wir machen das auch hier so. Wir nehmen diese ausführliche Tabelle zu Hilfe. Eben, die kommt aus dem Kapitel A27.3. Spielt aber keine Rolle, woher sie kommt. So, also, f hat mindestens einen Extrempunkt. Ich weiß jetzt, eine Funktion hat einen Extrempunkt, sprich Hoch- oder Tiefpunkt, wenn f' eine Nullstelle hat. Vorzeichenwechsel ist jetzt erstmal zweitrangig. Und jetzt sehe ich, f' hat tatsächlich eine Nullstelle, um es genau zu nehmen, sogar 2. Bei minus 3 ist eine Nullstelle und bei plus 3. Also hat f tatsächlich auch 2 Extrempunkte. Das heißt, mindestens ein Extrempunkt ist richtig. Die Aussage ist wahr. Und zwar sind die Extrempunkte bei minus 3 oder bei plus 3. Ob es jetzt Hoch- oder Tiefpunkte sind, war nicht gefragt, könnte man aber leicht rausfinden. Bei dieser Nullstelle geht ja die Funktion vom Negativen ins Positive. Das heißt, ich habe eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus, also hätte ich einen Tiefpunkt. Das heißt, bei Minus 3 hat f einen Tiefpunkt. Und bei Plus 3 geht die Funktion ja vom Positiven ins Negative. Also habe ich eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus, also hat f von x einen Hochpunkt. Könnte man dazu schreiben, ist aber wie gesagt nicht wichtig. B. F von x hat einen Wendepunkt in 0-1, warum der Punkt O heißt, egal. Wann hat die Funktion einen Wendepunkt? Die Funktion hat einen Wendepunkt, wenn f' einen Hoch- oder Tiefpunkt hat. Das heißt, man wäre versucht, jetzt zu sagen, diese Aussage ist wahr, weil es tatsächlich einen Wendepunkt gibt. Aber das Problem ist der y-Wert hier. Ich habe zwar tatsächlich hier einen Tiefpunkt bei x gleich 0. Und damit habe ich auch bei x gleich 0 einen Wendepunkt von f von x. Aber ich weiß nicht, ob die Funktion weiter oben oder weiter unten hin verschoben wurde. Eben, ich kann ja nie sagen, ob f von x weiter oben oder weiter unten liegt. Ich kann also nicht sagen, ob dieser y-Wert 1 stimmt. Das heißt, es passt alles. Die Funktion f von x hat tatsächlich einen Wendepunkt. Sie hat ihn tatsächlich beim x-Wert x gleich 0. Aber ich weiß nicht, ob der y-Wert 1 ist. Das heißt, die Teilaufgabe b ist unentscheidbar. Also eben nochmal, es ist klar, dass es einen Wendepunkt hat. Es ist auch klar, dass es einen Wendepunkt beim x-Wert 0 hat. Aber es ist nicht klar, ob der y-Wert 1 ist. Deswegen ist die Funktion, ist die Teilaufgabe b unentscheidbar. C. f von x ist symmetrisch. Das stimmt natürlich, weil Funktionen sich in der Symmetrie immer abwechseln. Das heißt, wenn eine Funktion punktsymmetrisch ist, ist die Ableitung achsensymmetrisch. Die nächste Ableitung ist wieder punktsymmetrisch, dann wieder achsensymmetrisch, punktsymmetrisch, achsensymmetrisch. Wenn also f' achsensymmetrisch ist, das sieht ja hier so aus, als ob es an der y-Achse gespiegelt ist, heißt das, dass die Funktion f von x punktsymmetrisch sein muss. Also ist diese Aussage wahr? Speziell könnte man sogar dazu sagen, f von x ist punktsymmetrisch. Nicht zwingend zum Ursprung, aber punktsymmetrisch. Gut, Teilaufgabe D. Jetzt wechselt das Ganze. Ich betrachte jetzt nicht mehr groß f, sondern ich betrachte f2'. In dieser Tabelle muss ich also umdenken, wenn ich f' und f2' betrachte, dann ist es so, als wäre f' die Funktion und f2' wäre die Ableitung davon. Das heißt, ich denke jetzt so rum, das, was ich hier gegeben habe, f' ist so eine Art Funktion und f2' ist die Ableitung davon. Also, wenn f2' drei Nullstellen hat, Nullstellen habe ich da,
wo die Funktion Extrempunkte hat, Hoch- oder Tiefpunkte. Jetzt schaue ich also, f' hat drei Extrempunkte, zwei Hochpunkte, einen Tiefpunkt. Und damit hat die Ableitung davon, also f2', drei Nullstellen. Also könnte ich hier sagen, diese Aussage ist wahr, und zwar, weil f' von x hat drei Extrema. Also Hochtiefpunkte. Das war die D. E. Zum einen, es geht um den Schnittpunkt mit der y-Achse. Es geht also um den x-Wert 0. Und da soll die Tangente parallel zur ersten Winkelhalbierenden sein. Jetzt wäre die Frage, wann sind zwei Sachen parallel? Zwei Sachen sind immer parallel, wenn die Steigungen gleich sind. Das heißt, ich brauche zwei Steigungen und die sollen gleich sein. Muss ich mir überlegen, um welche Steigung geht es überhaupt? Einmal geht es um die Steigung von der Tangente und einmal geht es um die Steigung von der ersten Winkelhalbierenden. Jetzt sollten Sie natürlich wissen, die erste Winkelhalbierende ist die Gleichung, ist die Gerade mit der gleichen y gleich x. Also die erste Winkelhalbierende, ich schreibe es mal kurz daher, die erste Winkelhalbierende hat die Gleichung y gleich x. Diese Diagonale hier und hat die Steigung 1. Deswegen weiß ich, die Steigung von der ersten Winkelhalbierenden ist auf jeden Fall 1. Wie berechne ich die Steigung von der Tangenten? Die Steigung von der Tangenten ist immer die Ableitung. Hier geht es also um die Ableitung, um f'. Bei welchem x-Wert? X gleich 0, weil es ja der Schnittpunkt der y-Achse ist. Und jetzt kann ich einfach schauen, f' von 0, welchen Wert hat das? Bei 0 hat f' einen y-Wert von 1. Das schneidet ja die y-Achse bei 1. Also ist f' von 0 1. Damit sind die beiden Steigungen tatsächlich gleich und damit ist diese Aussage wahr. Gut, damit haben wir jetzt noch eine einzige Frage, nämlich Teilaufgabe f. Hier geht es um die y-Werte von f, also von der Funktion f. Normalerweise kann man eben keine Aussage über y-Werte von der Funktion treffen, weil, wenn ich f' aufleite praktisch, um auf kleine f von x zu kommen, habe ich ja wieder das Problem, ich weiß nicht, ob f von x weiter oben liegt oder weiter unten, ja, wegen diesem plus c in der Stammfunktion. Aber man kann y-Werte vergleichen. Und zwar wie? Ganz einfach. Es geht um die x-Werte minus 1 und 2. Ich muss also den Bereich betrachten von minus 1 bis 2. Und da sehe ich, f' liegt in diesem Bereich immer oberhalb der x-Achse. Das heißt, f' liegt oberhalb der x-Achse und deswegen ist die Funktion f steigend. Ich weiß also, im Bereich zwischen 2 und 1, minus 1 ist f von x steigend. Wenn also f von x von minus 1 bis 2 steigt, dann muss der y-Wert bei minus 1 kleiner sein als der y-Wert bei 2. Und hier steht es ja andersrum. Hier steht, der y-Wert bei minus 1 wäre größer als der y-Wert von 2. Deswegen ist diese Aussage falsch.